Für die europäischen IT-Experten ist es das größte Treffen des Jahres. Heute Vormittag hat in Leipzig der Kongress des Chaos Computer Clubs begonnen. Erwartet werden etwa 17.000 Teilnehmer. 4 Tage lang gibt es Vorträge über Risiken, Chancen, Probleme in Software, bei Datenschutz und Digitalisierung. In diesem Jahr will der Chaos Communication Kongress den Fokus vor allem auf Nachhaltigkeit legen. Wie viel Strom hier in den kommenden Tagen verbraucht wird? Eine genaue Antwort wird man erst nach dem Chaos Communication Kongress in Leipzig kennen. Dass es eine Menge sein wird, ist allen hier klar. Deshalb ist eines der Kernthemen in diesem Jahr, wie nachhaltig umgehen mit den Ressourcen. Als Hacker suchen wir uns ja immer interessante Probleme und versuchen, die zu lösen. Und ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist nicht einfach. Da braucht es kluge Köpfe für und die sammeln sich hier. Mehr als 17.000 Besucher erwartet der Chaos Computer Club in Leipzig und ein jeder wird wohl mindestens seinen Laptop und sein Smartphone dabei haben zum Surfen, Chatten, Streamen und Spielen. Doch nicht nur die Hardware verbraucht Strom und verursacht CO2, auch die Software könnte umweltfreundlicher werden. Daran forschen Eva Kern von der Hochschule Trier und Marina Köhn vom Umweltbundesamt. Sie entwickeln ein Umweltprüfsiegel, eine Art blauer Engel für Software. Ich kann viel schneller oder viel einfacher Energieeffizienzanforderungen an Hardware stellen, an Komponenten stellen. Software ist es viel schwieriger, denn es gibt diverse Softwareprodukte und hier überprüfbare Kriterien zu finden, ist schwierig. Schon im nächsten Jahr soll der blaue Engel für Software an erste Anwendungsprogramme für Computer vergeben werden.